Zum ersten Mal ging während des Warm-up 4 Events der Motorworld München der Concorso Competizione Sportivo an den Start und widmete sich ausschließlich Fahrzeugen mit echter Rennhistorie. Und die war auch beim Anblick der automobilen Legenden spür- und sichtbar. 18 Rennfahrzeuge stellten sich der Bewertung seitens der hochkarätig besetzten Jury. Mit kritischem Blick und Expertise beurteilten sie die automobilen Schätze, die sehr eindrucksvoll die Rennhistorie von den 30er bis in die 90er Jahre widerspiegelten. Zum Best-of-Show-Fahrzeug wurde der AFM Typ 50 Formel 2 Baujahr 1952 gekürt. Dieser Rennbolide sammelte auch die Erstplatzierung in der Kategorie Endurance sowie Best History. Der AFM Alexander von Falkenhausen Motorenbau Typ 50, von dem insgesamt nur 4 Stück gebaut wurden, basiert auf der Motor- und Getriebetechnik des BMW 328. Rahmen und Fahrwerk entwickelte von Falkenhausen komplett neu. Die Karosserie aus Aluminium wurde auf der Fraueninsel im Chiemsee von Sepp Huber gebaut. Der Preis wurde stellvertretend für den Besitzer von Classics for Charity e.V. entgegengenommen. Auf den zweiten Platz wählte die Jury die BMW March M1, der vorerst in der Klasse Heroes of Le Mans den Klassensieg erzielte. Perfekt restauriert und mit besonders beeindruckender Historie konnte sich der DKW Monza Prototyp auf den dritten Platz der Gesamtwertung platzieren. Auch die Besucher durften ihren ganz persönlichen Favoriten wählen und entschieden sich für den Rolls-Royce Phantom II Satis, basierend auf einem Rolls-Royce-Chassis mit einem Satis-Flugzeugmotor ausgestattet. Der Lagonda LG6 Special Le Mans könnte sich den Preis für die Vorkriegsklasse sichern. Ältestes Rennfahrzeug auf der simulierten Startaufstellung im Zenit war allerdings der Ford Model A Roadster. Die Rennwagen wirkten zum Teil so, als könnten sie jeden Moment losfahren. Die Jury begeisterte vor allem das Opel Kadett C2E Coupé, das noch immer im Rennbetrieb ist und sehr original erhalten wurde. Die Patina zeigt die Spuren seiner Renngeschichte. Aber auch die jüngeren Rennlegenden standen im Concorso Competizione Sportivo im Rampenlicht, wie der Rallye-Klassensieger Alfa Romeo GTV 6 Auto Delta oder aber auch der jüngere Alfa Romeo SZ mit Zagato-Karosserie.